Hallo, ich bin der Yoyo2Go01. Ich spiele auf City Build 16 und habe hier einen Verkaufsbot erstellt und gebaut. Hallo Jojo. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Verkaufsbot zu eröffnen? Die Idee an sich hatte ich eigentlich schon vor langer, langer, langer Zeit, nur das Problem war, also ich habe viele, viele andere Bots gesehen und ich hatte auch früher einen Bot, der wohl nur aus dem Inn verkauft hat, also nur aus dem Inventar und nicht aus Kisten, so wie ich ihn jetzt habe. Das seht ihr dann später noch, glaube ich. Und auf die Idee gekommen bin ich eigentlich so, dass einer mir den Bot verkauft hat und danach dachte ich mir, ja, dann baue ich mir meinen Verkaufsbot auf City Build 16 auf. Kilo Alpha 1909 möchte wissen, war es kompliziert, den Bot einzurichten und braucht man Programmierkenntnisse dafür? Also Programmierkenntnisse braucht man eigentlich gar nicht, aber es ist, ich würde mal sagen, den Bot einzurichten ist bestimmt eine Arbeit von 3 bis 4 Stunden, weil du darfst halt die gleichen Preise nicht haben, weil sonst droppt der, ja, ich sag mal, andere Sachen noch, ne? Aber es ist schon einiges an Arbeit, aber wenn man das dann hat, das muss man halt einmal machen und dann hat man es halt, ne? Und das muss man dann nicht immer wieder machen und wieder machen. Musstest du eine Zusatzsoftware installieren? Ich musste ein LayMod-Addon installieren. Das ist so ein, also das ist ein LayMod-Addon halt und das kann man dann mit Commands quasi ausführen, dass man die Items hinzufügen kann oder weglöschen kann oder halt sonst was. Wie viele Items und welche Art bietest du eigentlich an in deinem Bot? Also ich biete eigentlich fast alles an, würde ich jetzt mal sagen. Also ich biete von Beacons zu anderen OP-Items oder Erze oder Erzblöcke zu anderen Sachen, die wo man halt so in der Farmwelt findet, aber auch Redstone-Sachen und Wolle. Also ich biete eigentlich fast alles an und Ka also Karten haben wir jetzt auch einige zum Verkauf. Aber ich glaube, da habe ich eigentlich schon relativ viel im Bot mittlerweile Was drin. würdest du sagen, ist der beste Artikel in deinem Bot? Was läuft am besten? Also tatsächlich, das kann man gar nicht so sagen, weil es kommen halt mal Leute her, da läuft ein Tag Quarz zum Beispiel extremst gut, da verkauft man halt am Tag keine Ahnung wie viele DKs Quarz, aber manchmal ist es halt auch so, dass man vielleicht am Tag nur ein paar Stacks Quarz verkauft, dafür verkauft man von Holz oder so extrem viel. Also, aber ich würde tatsächlich sagen, der am besten verkaufte Artikel ist bei mir Quarz. Mr. Melone 2206 möchte wissen, wie aufwendig ist es, alle Waren im Bot vorrätig zu halten? Das ist an sich ist das relativ schwer, aber ich habe mittlerweile ein paar Verkäufer, die wo mir halt die Sachen zu einem guten, fairen Preis anbieten. Dafür, so, sie bieten mir halt die Items zu einem sehr fairen Preis an. Dafür gehe ich halt da öfter mal wieder hin und kaufe die Items bei ihnen. Deshalb habe ich da mittlerweile meine Leute, wo ich meine Items kaufe, beziehungsweise meine Items halt. Und deshalb ist das nicht so viel Arbeit, aber immerhin so 1 bis 2 Stunden pro Tag würde ich fast rechnen damit. Wo kommt all die Ware her? Du hast gesagt, du hast Leute dafür. Das ist speziell Farmer, das Farmer für mich, also die, wo meistens nur so Sachen farmen, oder ich sag halt, oder ich sende ihm halt eine Liste über Discord. Da sieht man halt alles, was ich derzeit so brauche und wie halt der Preis schreit er mir halt dann und dann farmen halt verschiedene Leute das für mich. Also das macht nicht nur einer, sondern das machen mittlerweile, ich würde mal sagen, 3 bis 5 Leute. Musst du deinen PC anlassen, damit der Bot arbeiten kann? Ich lasse den PC mittlerweile immer noch an, ja, aber mittlerweile gibt es auch Server, aber die meisten V-Server funktionieren halt alle nicht, weil die alle ohne Grafikkarte laufen. Und der Bot braucht halt eine Grafikkarte, damit der an ist, das Ganze. Aber sobald ich irgendwann mal einen Server finde, der wo dafür ganz gut geeignet ist, dann wird er auch über einen Server laufen. Aber mittlerweile läuft er noch über einen PC, der wo fast 24 Stunden an ist am Tag. Kilo Alpha 1909 möchte wissen,
Wie viel Umsatz macht der Bot so im Durchschnitt? Uff. Also, ich würde mal sagen, Umsatz jetzt ohne, wenn wir jetzt mal nicht die Itempreise davon wegrechnen, würde ich sagen, dass er zwischen, also wenn er, kommt darauf an halt immer, was für ein Tag das ist, das merkt man halt, dass er unter der Woche nicht so viel Geld macht. Also zum Beispiel, heute ist Donnerstag, da macht er dann, ich würde mal sagen, Mittwoch läuft er nicht so gut, dann Donnerstag, Freitag wieder besser und dann geht es halt bis Samstag, Sonntag und danach sinkt er halt wieder ein bisschen, aber das variiert halt immer zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 350.000 und 750.000 am Tag. Hast du mal ausgerechnet, wie viel echten Gewinn du damit im Monat circa machst? Also echten Gewinn habe ich mir tatsächlich einmal ausgerechnet bis jetzt, aber das variiert halt auch immer, ne? Aber ich würde mal sagen, der Gewinn ist etwa 20 bis 30, manchmal sogar 40% von den Einnahmen. Deshalb würde ich ungefähr sagen, zwischen ja, knapp einer Million in der Woche, aber dann aufs Monat gerechnet sind das quasi dann, würde ich mal schätzen, um die 4 Millionen. Und lohnt sich aus deiner Sicht der Aufwand im Verhältnis zum Erlös? Der Aufwand lohnt sich eigentlich immer noch, obwohl ein paar Sachen mittlerweile auch verboten wurden von den ganzen Bots, aber der Aufwand lohnt sich meiner Meinung nach immer noch. Man kann halt vielleicht mit aktiven Traden ein bisschen mehr Geld noch machen, aber für das, dass ich halt ein paar Stunden am Tag da nur rein investiere und ein bisschen supporten muss und bla bla bla, lohnt sich das eigentlich noch, die ganze Arbeit dafür den Bot zu machen. KiloAlpha1909 möchte nochmal wissen, was sagt das Griefer Games Regelwerk zu Bots und wurde dein Bot schon mal gebannt? Oh, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Da in den letzten Tagen bzw. Wochen gab es einige neue Änderungen im Regelwerk, zum Beispiel, dass das automatische Werbung jetzt verboten ist, also dass man keine automatische Werbung mehr im Bot einbauen darf. Das wurde zum ersten verboten. Zum zweiten wurde das verboten, dass er automatisch wieder auf den Server kommt, quasi das 24-7-Add-on, wie ich das jetzt mal nennen würde. Quasi wenn der Server neu startet, dass er dann automatisch wieder auf den Server kommt, das ist verboten worden. Das war natürlich ein kleiner Schlag dann so, weil in der Nacht hat man eigentlich auch noch mal ein bisschen Geld gemacht, aber mittlerweile ist man das gewöhnt, aber also mein Bot wurde zum glücklicherweise noch nie gebannt, aber ein Kollege von mir hat einen Bot, der wurde dann perma dafür gebannt, aber der Bot ist mittlerweile auch wieder entbannt. Wie oft scammt der Bot und wie oft behauptet jemand, dass der Bot scammen würde oder dass er Abzocke ist? Tatsächlich, das ist eigentlich auch wieder eine ganz spannende Frage, weil tatsächlich, also wenn man vielleicht mal in CB16-Chat schaut, da gibt es öfter mal Leute, die wo behaupten, dass ein Bot zum Beispiel scammt. Aber die meisten haben halt weder Screenshots oder Beweise dafür und ich kann halt nur zurückerstatten, entweder ich sehe es selber am Bot oder er hat halt einen Videobeweis oder Screenshots. Aber tatsächlich, es gibt viele, die wo das behaupten, aber nur sehr, sehr wenige haben halt einen Beweis dafür oder ich sehe das halt am Bot. Meistens auch, ob er irgendwie scammen kann oder so. Aber ich würde mal sagen, am Tag, wenn er einmal oder zweimal ein Item vielleicht nicht droppt, so, dann ist eigentlich mehr oder weniger alles beisammen. Und was ich auch noch vielleicht dazu sagen würde, früher zum Beispiel gab es die ganzen Add-ons von dem Typen, der wo das Ganze programmiert hat, noch gar nicht. Zum Beispiel, jetzt hat man das dabei, wenn du quasi zusammen in die Botkammer läufst, das wird dann einer gekickt quasi, also der, wo als letztes reingelaufen ist oder sonst was mit, wenn man zum Beispiel eine Bett ist oder sowas oder Slash D ist, dann wird man auch automatisch gekickt oder solche Add-ons halt, das ist eigentlich auch ganz nice. Da wird die Scam-Gefahr eigentlich auch nochmal ein bisschen gesenkt. Und wurde dein Bot schon gescammt? Tatsächlich wurde der Bot noch nie gescammt. Aber ich hoffe auch nicht, dass er mal gescannt wird, so. Aber ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, wie der Bot gescannt werden könnte. Weil damals wurde ein anderer Bot, glaube ich, gescannt. Das war damals der von Gamakatsu. Weil der irgendwie auf Fake Money reinfiel. Aber das wurde dann bei dem eigentlich gefixt sofort. Aber mein Bot wurde zum Glück noch nie gescannt.
Wir wissen jetzt, dass du einige Zeit dafür brauchst, dein Lager gefüllt zu halten. Wie viel Zeit kostet dich die Administration des Bots am Tag, in der Woche, und ist das System fehleranfällig? Also die Zeit, was ich da reinstecke, ist eigentlich auch relativ hoch, weil das ist halt eigentlich alles mit ein bisschen Promotion und so, hängt das eigentlich zusammen, weil also es gibt halt mittlerweile sehr, 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 sehr viele Verkaufsbots auf den City Builds, und wenn man da keine Werbung mehr dafür macht, dann ist man halt, also dann ist der Bot relativ schnell, läuft er halt nicht mehr, ne? Und ich würde mal sagen, so fehleranfällig ist er halt eigentlich nicht mehr so stark, aber es gibt immer noch ein paar Fälle damit, wo die Technik dann auch mal einen Fehler macht, dass er, keine Ahnung, auf die Kiste nicht zugreifen kann, dank einem Server-Lag oder sonst was, weil der spammt halt quasi 0,6 Sekunden auf die Kiste drauf, und wenn er dann auf die Kiste nicht zugreifen kann, dann bleibt er halt hängen. Aber da wird auch derzeit dran gearbeitet, dass das gefixt wird, aber sonst würde ich sagen, also fehleranfällig ist das sehr, 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 sehr selten. Erkennt dein Bot den Item Remover und verhindert, dass die Items wegbuggen? Tatsächlich ist das auch integriert, dass er quasi, wenn die 20 Sekunden Item-Clear-Meldung kommt, dass er, und ein Spieler payt ihm das, dann kriegt er das automatisch wieder zurück und dann schreibt er eine Nachricht irgendwie. Ich glaube, das ist irgendwie die Nachricht mit in Kürze gibt es einen Item-Clear, bitte warte ganz kurz oder sowas. Also das ist eigentlich auch behobener Fehler, dass das dann quasi einfach droppt und dann weggeklärt wird. Was planst du noch für die Zukunft mit deinem Bot? Das ist eigentlich ganz spannend, aber ich würde mal sagen, also ich will nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall viele Bugfixes, denke ich, kommen bald. Und dass er quasi fast immer fehlerfrei ist, und eventuell kommt dann auch ein Ankaufsbot, aber der ist noch relativ weit weg. Dann vielen Dank, dass du bei dem Interview mitgemacht hast. Vielen Dank, dass ich deine Stimme für das Video verwenden darf. Ich bin sicher, einige der Fragen werden viele interessieren. Jo, das hoffe ich und denke ich. Möchtest du den Zuschauern noch etwas sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dankeschön.